Wir sind heute in der Wolfsklamm. Wir sind gerade im Österreich-Urlaub und besuchen jetzt die Wolfsklamm. Und ich liebe Klamme, Klamms, Klamms. Was der Plural von Klamm? Der Duden wird's wissen. Wir wissen's nicht. Ich stehe da voll drauf. Auf Klamme und Klamms. Ich war schon mal hier. Wunderschöne Klamm. Lasst euch überraschen. Ich bin auch gespannt. Matthias wollte es mir unbedingt zeigen. Wie klar das Wasser ist. Man sieht jeden Kieselstein auf dem Boden. Aber ich muss sagen, genau wo bezaubernd runterzudrucken, ist es auch, wenn man hier hochguckt, wie sich diese Schlucht geformt hat mit den ganzen Grünen, was sich angepflanzt hat in jeder einzelnen Ritze. Man sieht überall, wie Pflanzen aus den Ritzen wachsen. Überall tropft es so ein bisschen. Richtig schön. Richtig cool, ja. Und wie man so den Weg vor uns entlang laufen sieht, sieht schon sehr mystisch aus. Und es ist richtig laut. Ja, aber es ist so richtig schreien. Ich hoffe, ihr versteht uns. Ich muss auch den Kopf einziehen an manchen Stellen. Schaut mal hier, wie die verschiedenen Brückenebenen sich abzeichnen und man sieht, wo der Weg noch lang führt. Da ist so eine kleine Höhle. Sieht man die? Ja, da kommen wir gleich durch. Echt? Und wie das Licht hier in dieses Tal reinfällt. Richtig, richtig cool. Ja, macht da noch Fotos? Ja, ich will es ein bisschen dokumentieren. Also neben uns ruft gerade einer und man versteht es kaum. So laut ist es gerade hier. Absolut faszinierend. Diese Gewalt, die hier der Fluss hat, da will man nicht mitgerissen werden. Es ist sehr nass und rutschig. Man muss bei jedem Schritt aufpassen. Hier tropft es jetzt an der Felswand überall herunter. Sieht richtig toll aus. Ich hoffe, ich kann es für euch einfangen. Überall tropft es jetzt und das Licht spielt dazwischen durch. Gut festhalten. Die Stufen sind sehr rutschig. Jetzt geht es hier ein Stück bergab und dann wieder steil nach oben, die Treppenstufen. Schaut mal, wie das Wasser hier runterprasselt. Wir sind jetzt in so einer kleinen Höhle im Fels. Ja, und guck mal, wie da das Wasser rausspringt und wie so ein Strudel sich da hinten dreht. Da sieht man ja auch die Stöcke da drauf treiben, also richtig, richtig wild. Und jetzt geht's wieder die Stufen nach oben. Wieder schön den Kopf einziehen. Schaut mal, diese Treppenstufen, in denen das Wasser hier runterfließt. Trotz Höhenangst ist es alles gut bewältigbar hier. Auch wenn es sehr beeindruckt ist, dass wir hier runtergucken und denken, man möchte nicht in den Strudel reinfallen. Schon krass. Wir gehen mal weiter. Ich weiß auf jeden Fall, warum mir Matthias die Klamm unbedingt zeigen wollte. Ist wahnsinnig hübsch. Es ist halt schwer nach unten zu gucken, weil es so beeindruckend ist, überall alles sich anzuschauen. Man erkennt sehr gut auf dem Video, hier ist so eine Kante, die sich gebildet hat. Da sind die Kieselsteine rechts und dann gibt es da, wo das Wasser schneller fließt, eine richtige Vertiefung. Es geht immer weiter bergauf. Hier gehen die Treppenstufen immer weiter hoch. Den Weg sind wir jetzt nach oben gekommen. Hier gibt es nochmal einen eindrucksvollen Wasserfall. Hier sieht man, wie viele Bäume und Äste
mitgerissen wurden über den Lauf der Zeit und hier hängen geblieben sind. Und das Wasser bahnt sich trotzdem seinen Weg. Dort ist die Brücke, wo wir gerade hergekommen sind. Und jetzt geht es durch eine kleine Höhle. Hier ist das Wasser wieder richtig, richtig schnell. Und hier sieht man auch wieder, wie richtig die Gewalt und wie sich der Fluss durch den Fels gewaschen hat. Die Wände sind richtig glatt geschliffen. Und die Farbe des Wassers ist wie Eis. Also wenn man Eis irgendwie am Gletscher sieht, so ist das Wasser. Und man sieht auch, wie die Baumstämme im Wasser glatt geschliffen werden. Man sieht die einzelne Struktur des Holz dann richtig gut sieht. Das ist jetzt die andere Seite von der Mauer, die wir eben gesehen haben. Und hier stehen überall so Steintürmchen. Hier sind sie überall aufgereiht. Wir wollen auch noch ein Türmchen bauen. Ja, und wir haben hier unsere Base ausgesucht da. Und Julia übernimmt es hauptsächlich als Bauingenieurin. Ist sie dafür prädestiniert. Oh Gott, und dann wird es der schlimmste Turm. Nach zwei Sternchen umfällt. Wenn er direkt wieder umfällt, zerreiße ich ihr Diplom vor laufender Kamera. Ja, okay, Diplom kannst du machen, ich hab Master. Zwischenstand? Schon ganz gut, muss ich sagen. Aber das Drauflegen sollte man eher Matthias überlassen. Matthias meinte eben schon zu mir, ich sollte mehr mit Gefühl drauflegen. Ich bin halt ein kleiner Grubian. Aber man merkt, es wird immer schwerer, je höher wir kommen. Ja. Schon ein bisschen instabil. Es gibt viele Steine, die wirklich so diese ganz flache Oberfläche haben, also wirklich wie so eine Scheibe sind. Und die sind halt wirklich prädestiniert, um die drauf zu legen. Es ist nicht auf Kamera, aber er ist gerade eingestürzt. Ja, ist ein bisschen schade. Wollen wir nochmal aufbauen? Mama ist schon stabil hier. Wie Tetris. Ich werde nicht gleich sagen, ich habe zu viel gewollt. Und dann nachher, dass es ein Mini-Stein ist. Aber den möchte ich jetzt noch drauf. Den habe ich jetzt ausgesucht, aber jetzt auch drauf. Es darf nur keine Brise Wind vorbeikommen. Wir sind am Ende der Klamm angekommen. Es war super schön und super erfrischend, hier durchzulaufen. Und schreibt bitte in den Kommentaren, ob ihr Tipps habt für mich, wo ich noch hingehen kann. Ja, für den Klammhunter. Wie man ihn in Fachkreisen bezeichnet. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Abo und nicht vergessen. Bis bald, auf Wiedersehen.